Kusic, die 10, Kahn Altinsoy, die Nummer 13. Klar, dass man mit Geduld in dieses Spiel gehen muss, dass man 90 Minuten denke braucht. Und es war klar, dass letztendlich es wichtig ist, die Grundformation nicht zu verlassen und auf die Chance zu warten. Das Tor ist dann passiert, wie es oft so ist, durch eine Standardsituation, der einstudiert war. Erster Pfosten, der größte Spieler von uns, setzt sich ab und köpft den Ball aufs Tor. Also von dem her. Die Nummer 5, Daniel Bandle, ausgewechselt werden. Und neu im Spiel mit der Nummer 4. Ist Lukas Bayer. Ja, heute ein spannendes Derby gegen Strasberg mit einem verdienten Sieger. Ah, verdient würde ich nicht unbedingt sagen. Ich fand es eigentlich, es war eine sehr ausgeglichene Partie von Anfang an. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften viel Ordnung haben, viel Struktur, haben beide Mannschaften wenig zugelassen, waren eigentlich bemüht, dass sie nach hinten gut stehen. Und wegen dem war es dann auch kein Fußballspektakel. Punkte, 40 ist das Ziel, jetzt fehlen noch 16, wir haben noch 3 Spiele bis zum Winter, vielleicht holen wir da noch einen oder anderen Punkt. Und ich denke, insgesamt gesehen sind wir eigentlich auch mit dem Ergebnis zufrieden. Und es war auch aus meiner Sicht ein Spiel mit viel Taktik, aber natürlich ohne große Torraumszene, wobei wir auswärts heute mehr Ballbesitz gehabt haben wie die Heimmannschaft. Und ja, also nochmal wiederholen wir, nicht ganz unverdient gewonnen haben. Und was hat den Ausschlag gegeben? Chancenverwertung? Na gut, letztendlich Standards sind natürlich Situationen, auch in der Bundesliga Standards entscheiden oft enge Spiele. Und die Standardsituation war studiert und dementsprechend hat sie zugeschlagen. Sagen wir mal, aus dem Spiel raus war es gegen die 5-3-2, 5-5-0, egal wie sie dann war es schwierig zu spielen gegen Dotternhausen. Die haben die Räume eng gemacht und es war schwierig in die Räume zu kommen, die dann gefährlich sind. Und dann sind Standards natürlich schon die einzige Möglichkeit, auch in den gefährlichen Raum zu kommen. Da hat sich ein Spieler von Ihnen schwer verletzt am Kopf. Gibt es da irgendwas Neues? Daniel Bandle hat einen Cut am Hinterkopf, 4 cm lang. Und der Lukas Bayer hat einen Cut am Auge, der ist auch ins Krankenhaus. Also ich denke, wir haben heute schon ein bisschen Schlacht gehabt. Geht aus! Standard, der einfach gut getreten war, ein guter Eckball. Und da haben sie halt mit dem Marcel Kosic auch einen Zielspieler, der wirklich gefährlich ist. Den kriegen wir kaum verteidigt. Das macht einfach toll. Im 5-Meter-Raum, im kurzen Kopfball platziert, hoch, scharf ins kurze Eck. Haben sie super gemacht. Das ist gute Lösung gefunden haben. Auch wenn wir der Gegner mal Druck gegeben hat, wir haben dann versucht, die Spieler im Halbfeld vorne anzuspielen oder sogar kurz dann Lösungen zu finden. Wir mussten kaum Bälle schlagen und das freut mich auch wenn es jetzt wieder eine Niederlage war. Ich finde es einfach schön, wenn sich Spieler, die auch hier auf dem Dorf kommen, sich so gut weiterentwickeln. Und wegen dem kann ich auch mit der Niederlage leben, obwohl es natürlich sportlich absolut ein No-Go ist in dem Moment.